Hallo und willkommen zurück zu Minecraft All the Mods to Plus. Ja. Es ist mal wieder etwas viel Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Und das ist im Endeffekt auch der Grund, warum ich keine Ahnung habe, was ich zuletzt so genau eigentlich gemacht habe. Mir ist nur aufgefallen, dass wir noch eine 64K-Diskette, die auf die komplett voll ist, im System einfach mal liegen hatten. Das habe ich jetzt mal geändert. Und wie ihr seht, sind unsere Disketten schon sehr, sehr voll. Bis auf die Flüssigkeitsdisketten. Und das möchte ich ändern. Aber erstmal nehmen wir mal das hier weg und machen hier noch so einen hin, noch so ein Laufwerk. Die Priorität habe ich überall auf Standard gelassen, oder? Ja, genau. Einfach damit wir, was das angeht, einfach jetzt mehr Lager haben. Wird hier hinten irgendwas gemacht aktuell? Ich glaube nicht. So, trotzdem mal hier diesen Block entfernen, glaube ich. Wir werden jetzt das hier wegmachen. Zwar aus dem einfachen Grund, weil ich habe jetzt gerade die hier abgebaut. Aber die sollen natürlich nach wie vor da bleiben. Nur jetzt dient sie quasi auch automatisch als Verbindung für das System. Weil überall, wo ein Datenkabel ist, kann man auch eine Werkbank oder generell eigentlich jeden Block des Systems hinstellen, weil die in dem Sinne alle gleich sind. Ab. Das ist eh noch voll unfertig eigentlich. Naja. Stimmt, hier wollte ich eigentlich noch Glas reinmachen. An die Stelle. Ich weiß noch nicht. Weiß noch nicht, was für Glas. Warte mal, was haben wir denn so für Glas zur Auswahl im System, vor allem auch aktuell? Haben wir so richtig klares Glas? Glas. Wie heißt denn das Old Dictionary davon? Block Glass. Block Glass. Gibt es so richtig klares Glas? Aber so richtig. Ich will nicht mal einen Rand haben. So clear muss das Glas sein. Aber das gibt's, glaube ich, nicht. Höchstens in der Form, aber dann ist halt was im Glasbildschirm drinne. Also wirklich ein unsichtbarer Glasblock in dem Sinne haben wir nicht. Gehen wir einfach mal nur Glas ein. Kommt da mehr? Ah ja, da kommen natürlich auch die ganzen Glasscheiben. Kann man natürlich auch nehmen. Aber ich glaube, an der Stelle eignet sich ein Block itself besser. Clear Glass von Environmental Tech. Mit dem Rich Sand, okay. Dense Glass. Reinforced. Es gibt schon echt viele Arten von Glas. Welches Glas hat mein Cousin eigentlich für die oberen Teile von dem Gebäude hier verwendet gehabt? Ach, oh, Glowing. Okay. Haben schon sehr viel Glowing Glass verwendet, wenn man es mal so überlegt. Gut, dann nehmen wir hier einfach Ticket Glass. Das, ja, stimmt, das ist ja gar kein Word Dictionary. Dann machen wir das hier hin. Das ist einfach nur, damit man mal reingucken kann. Für mehr ist das ja grundsätzlich nicht mal gedacht.
Gut, perfekt, die Diskette ist leer. Nehmen wir die hier. Obwohl, können wir glaube ich drin lassen. Packen hier oben die hier rein. Der wird jetzt glaube ich erstmal die bevorzugen, weil die halt einfach noch nicht voll ist. Ich würde sagen, wir werden mal wieder schauen, dass wir irgendwie das System ein bisschen leerer kriegen. Weil das ist ziemlich voll. Und wie man hier sieht, wir haben hier Kartoffeln drin, ne? Und die sind eigentlich in Barrels gespeichert. Also die sind eigentlich da unten gespeichert. Heißt also, wir bauen uns jetzt einen coolen. Geben wir einfach mal Generator ein. Wir haben nämlich ein paar Generators. Wie eben beispielsweise diese Generatoren. Wow, du hast Werf. Okay, jetzt habe ich die Frage der Fragen. Haben wir noch einen von denen, der leer ist? Ich denke mal der hier. Okay, also wir haben noch einen von denen, wo auf jeden Fall noch Platz drin ist. Haben wir hier Muster drin? Nein, haben wir hier Muster? Hier haben wir auch keine Muster drin. Muster. Kann ich jetzt eigentlich mal ein Stack davon bestellen? Das wollte ich schon sowas von oft machen, das geht aber nie. 10. Eisen. Wie viel Eisen haben wir? 12. Iron. Dachte, unsere Reproduktion ist schnell. War hier Eisen drin oder war das da hinten? War wohl hier. Ja, war hier. Anscheinend ist unsere Produktion nicht schnell genug. Ach, warte, es ist Nacht. Das erklärt einiges. Also solange es Nacht ist, ist die Produktion nicht sehr schnell. So, können wir zumindest ein Muster bauen, bitte. Oder ich hätte gern drei. Das scheint hinzuhauen. Geht ja, glaube ich, da hinten an, weil wir erstmal Sand braten müssen. Ja, genau. Ist kohlemäßig natürlich eine ziemliche Verschwendung, aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich es besser lösen soll, weil ich bislang nichts gefunden habe, um den Ofen ohne Kohle, also mit Strom, betreiben zu können. Aber offiziell gesehen geht das ja eigentlich nicht. Sollte es zumindest eigentlich ja nicht. Wir wollen einen Culinary Generator und wir nehmen einen von diesen Generator Mod. Fangen wir mit dem hier an. Das ist der erste Culinary Generator. Schön mit Erzverzeichnis, wie ich es immer mache. Dann haben wir den Culinary Generator MK2. Und dann haben wir den Culinary Generator MK3. Haben wir Dragon's Breath craften? Nope. Den kriegt man echt nur durch einen Drachen. Ja, okay. Wenn wir irgendwann mal den Drachen bekämpfen, dann wissen wir zumindest, was wir zu tun haben. So, haben wir noch einen Ausgang? Können wir einen craften? Ja, können wir. So, cool. Wir wahrscheinlich die weitere nicht craften können, weil da fehlt immer Dragon's Breath, genau. MK1. Warte, ihnen fehlt ein Ofen und eine Eisenhacke. Die Eisenhacke muss ich ihn meiner Meinung nach jetzt nicht lernen, aber den Ofen sollte er meiner Meinung nach schon selber craften können eigentlich. Weil sowas wie ein Ofen auch in einigen anderen Crafting-Rezepten nötig ist. Also brauchen wir wieder ein Muster. So. Auch hier rein. Und dann brauchen wir noch warte. Cool. Oh, lol. So einen habe ich auch noch. Eine Eisenhacke, okay. Eisen. Und Stock. Haben wir Stöcke? Ja, haben wir.
Toll. Every Generator MK1. Gut, nehmen wir einfach mal beide. Den von Extra Utilities und den anderen. Gut, das hat die Ausgabe alles für Optionen hier. Whetstone-Modus, Teile oder Flüssigkeiten, Vergleiche Schaden, Vergleiche MBT, Vergleiche Erzverzeichnis, Regulator-Mode. Ja, was soll das heißen? Craft-Only-Mode. Das ist nur crafted. Also ich habe jetzt keine Möglichkeit zu sagen, dass er nur aus bestimmten rausziehen soll. Sehe ich das richtig? Weil beispielsweise bei den Kartoffeln möchte ich eigentlich nur den Überschuss, also was über die maximale Fülle geht, weghaben. Jetzt ist die Frage, was die maximale Fülle ist. Warte, hier unten kann man es sehen. Potatoes sind 128 drin. Also nehmen wir uns mal einen Taschenrechner. 1028. 1028. Nehmen wir das mal 9. Das heißt, wie viel sind jetzt drin? Okay. Jetzt sind sehr viel mehr drin. Also eigentlich dürften. Wait, habe ich in denen keine Upgrades drin? Upgrade. Das geht auch ziemlich auf den Sack. Warte mal, Muster. Jetzt haben wir keinen Sand mehr im System. 1 haben wir einen Sand. Der auch nur für 1 läuft. Okay, leben wir erstmal damit, dass wir nur einen Speicher-Upgrade der Stufe 5 haben. Das ist auch das Storage Drawer. Das Maximum, oder? Ja, genau. Speicher-Upgrade Stufe 5 ist das Maximum. Oder man baut ein Speicher-Downgrade. Was irgendwie bescheuert wäre. oh, das war ein Lag. So, wo sind denn meine Potatoes? Ah ja, da sind gar keine Speicher-Upgrades drin. Blitz die Scheiße. Ach nee, das ist einfach nur. Was zeigt er die nicht an? Warte, ich relogge einfach. Das sollte das dann eigentlich wieder richtig machen. Wenn Reloggen mal schneller gehen würde, als ich denke. Also ich so nicht so lange dauern würde, wie es jetzt gedauert hat. Oh, okay, man bleibt dann nicht mehr im Fliegen. Okay, passt. Jetzt sind aber trotzdem schon sehr, sehr viele Kartoffeln falsch. Mensch. Ändern wir das jetzt am besten. Eigentlich theoretisch nur, indem wir wieder umlegen. Warte mal, ich habe eine kleine Idee. Das sollte hinhauen. Ich tue hier eine Kartoffel rein. Erlaubt. Das würde eigentlich heißen, dass nur Kartoffeln. Nehmen wir die mal hier alle raus. Schmeißen die mal hier rein.
Dürften ja eigentlich nur die Kartoffeln rausgehen. Sieht so aus. Mal schauen, wie viele Kartoffeln da drauf gespeichert waren. Das waren anscheinend sehr, sehr viele. Oder sind anscheinend sehr, sehr viele. Speich. Was brauche ich denn dafür alles? Oh, habe ich sogar. Dann brauchen wir wieder so ein Mittelding. Auf wenn wir wieder ein Dwarf brauchen. Holz. Truhe. Ah, wir haben noch zwei Tropenholztruhen, okay. Dwarf. Holz. Sollten eigentlich auch funktionieren, weil der Mod nicht von ausgeht, dass es andere Truhen gibt. Wir werden so keine Stöcker mehr. Okay, Stöcker. Fünf von diesen Upgrades. Und dann gehen wir mal wieder nach unten und sorgen dafür, dass die da alle reinkommen. Und Bats, 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 Bats. Mal 5 mal X. Warte, x65, x52. Warum ist der Wert hier anders? Das ist doch auch voll. Nee, ist es nicht. Eben nicht. Okay, da fehlt eine. Und das ändern wir. So, jetzt ist das auch voll. Komisch, dass es das nicht war. Naja. Jetzt müsste das eigentlich bis zu, also das müsste so voll werden können wie das hier. Also bis auf 1,55,4K. Ich glaube, es müsste auch auf 1,6K hochgehen können. Eigentlich. Oder? Ne, also eigentlich müsste es diese, den Faden mindestens reachen können. Das ist schon ziemlich krass. Warte mal. Nein. Fangen wir jetzt einfach hier oben an, nehmen wir einfach alle raus. Okay. Den hier rein, hau den hier rein, hau den hier rein. Der ist eh leer, oder? Ja, genau, hier steht 0 von 64. Aber wir könnten die Generatoren theoretisch schon mal aufstellen, theoretisch. Vielleicht einfach hier die Wand zu einer Generation-Wand. Eine Generation-Wand. Generations!
Die will ich ja eigentlich auch noch sehen können. Ey, die Decke würde ich sagen, die mache ich hier hin. Wir brauchen Granit. Das heißt sogar fast durchstreichen, weil wir das eh chiseln. Chisel man nie so. Hab ich eine Chisel hier drinne? Kommt mir nicht so vor. Aber irgendwie habe ich da einen Slot, in dem nichts drin ist. Das wundert mich gerade. Okay, haben wir im System ein paar Chisels? Ja, zwei angebrauchte Diamant-Chisels. Oh. Ach so. Wir können das nicht mit Granitziegeln machen. Wir brauchen den Granit. Den puren. Den stinknormalen. Und damit dann diesen, glaube ich. Eins. Ja, okay. Genau die sind das. Dann machen wir den Bereich hier mal ein bisschen fertiger. Ja, sagen wir, das machen wir noch in dem Part, weil ich ja bislang irgendwie nicht wirklich was gemacht habe. Weil ich ja bemerkt habe, oh, muss ich ja doch nicht so eine Maschine bauen. Und zwar leere ich keinen Play-Sound. Macht mir ein bisschen Angst, weil das ist ungewöhnlich. Machen wir einfach überall Kalkstein weg. Und ersetzen das mit unseren schönen Bricks. Da oben ist noch eine Stelle, wo Kalkstein ist. Polierter Kalkstein. Und auch dieser Brücken. Automatische Workbench. Eigentlich muss ich das aber lassen, dass man die erreichen kann. Könnt ihr auf jeden Fall daneben noch eine hinstellen. Jut. Wie weit will ich nach hier gehen? Habe ich hier die Wand auf der gleichen Ebene? Zwei Blöcke. Wand. Ja, hier habe ich es. Wie wären das dann auch zwei Blöcke? Zwei Blöcke, wäre hier die Wand. Wo hier das eine Kabel hochgeht. Ja gut, da ja hier hinter schon dieser Raum ist, wäre das glaube ich auf jeden Fall nicht unbedingt schlecht, dort die Wand zu haben. Hopp, 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 hopp. Ah. Das ist der neue Block, den ich überall in Zwischenräumen stopfe, wie wir wissen. Wenn ein Zwischenraum da ist, dann ist dieser Block da, da wird dieser Block da reingetan. Weil dann ist kein Zwischenraum mehr da. Gut, für was entscheide ich mich oben? Was will denn mein Laptop jetzt schon wieder? Ich finde das irgendwie doof, dass er immer wieder so. Wie ein Scanner, okay. Weil es kann, glaube ich, auch passieren, dass er einfach so eine Meldung macht, dass er runterfährt. Aber wenn ich darauf nicht reagiere, dann wäre es doof. Dann fährt er auf einmal runter und dann speichert das aber, glaube ich, nicht. Und deswegen, das wäre doof, wenn das passieren würde. Deswegen muss ich immer dann darüber gucken. Also, den Einsergranit. Granitziegel. Das ist Granit. Ich habe schon alles von Granit verwendet, was nicht von Chisel ist, oder? Warte, wir gehen mal bis zu dem Punkt, wo Chisel endet. Missing Pieces. Die habe ich, glaube ich, noch nicht benutzt. Wait. Granit.
Vielleicht ohne E. Okay. Vanilla Minecraft, den habe ich hier unten verbaut, genau. Dann der polierte. Und der da, oder? Ja, ist er. Dann haben wir die alle vom Chisel Mod. Die Forest-Tier-Einpackung. Die Pillar-Dinger. Granitmauern, Stufen, Ziegel. Ah ja, das ist ja Quark. Missing Pieces und ab hier ist Quark. Der dann diesen Granit. Ja stimmt, der baut eigentlich nur den Ziegel davon ein. Den ich ja hier verwendet habe. Okay, warte. Minecraft, polished, cracked. Den habe ich hier am Boden verwendet. Das ist Nummer 6, das ist Nummer 1. Cracked ist Nummer 0. Der sieht so ein bisschen gebrochen aus. Okay. Welchen von den Steinen sieht am besten aus für eine Decke? Der sieht auch lustig aus mit dem Prismarinzeug. Ren. Road. Dent. French. Layers. Ja. Ach, nehmen wir Cracket. Cracket! Granite! Als Decke. Ah, warte mal. Bam. Das ging schon ziemlich gut, muss ich sagen. Da ist insgesamt schon sehr viel weggegangen von der Decke. Und das da machen wir weg. Dann hier einmal die Reihe durchziehen und dann müsste man da oben so weit gesehen nichts mehr sehen. So weit gesehen nichts mehr sehen. Granit. Ja, man sieht schon, dass entweder ich mache das Crafting-Rezept dafür rein und stelle die mir her oder ich farm mir welche. Jut. Vollkommen aus Granit. Wird im Real Life, glaube ich, keiner so bauen. Die kann ich wieder weg tun. Okay, machen wir das auch weg. Machen wir einfach die ganzen Blöcke weg. Baselt. Oh, ich sehe schon. Das ist das Tool, was auch hier reinkört. Das Maßband. Und der Diamond Rand und Diamond Juice bei Auto immer da rein. So lange, bis er verbraucht ist. Okay, der ist also leer von Kartoffeln. Dann packen wir den auch noch hier rein. Wir werden von Kartoffeln geleert. Okay, Reis hat noch nicht den String überholt. Soweit ist es dann doch noch nicht gekommen. Eisen. Ist denn schon mehr geworden? Iron. Liegt das nicht? Ist schon wieder Nacht? Nein. Ja gut, es ist wahrscheinlich schon mehr geworden, weil die Muster ja auch ein bisschen was davon verbraucht haben, die zu craften. Schauen wir mal, weil es wächst ja hier und wächst ja eigentlich auch sehr schnell wegen dem schönen Greenhouse Glass, dass er da überall drüber ist.
Oh. Das ist ja nur an der Stelle, oder? Ja, also das habe ich ja eigentlich alles unter der Erde gebaut. Ja, hier habe ich leider keine Reichweite. Auch Alabaster, ich glaube, den habe ich nicht im Inventar. Nee. Alabaster als Fassade. Alla. Der da. Den brauche ich als Fassade. Ist auch alle von allemal. Ja, genau. Es ist sehr, also. Ich habe mir mal die Maschinen von dem Mod angeschaut und das ist schon eine Hausnummer. Also das sind schon Maschinen, die dieser Mod da hat. Die sind schon heftig. Ach so, stimmt, den brauche ich ja gar nicht mehr. Das war eigentlich nur für die beiden Stellen da. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, weiter geht es erst im nächsten Part. Bewerte nicht vergessen und ciao.